Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, es vergeht momentan kein Tag, dass wir uns nicht mit dem drängendsten Problem unserer Gesellschaft, der Pandemie, beschäftigen müssen. Das ist auch im Berliner Fußballverband nicht anders. Und so wollen wir heute den Versuch unternehmen, Sie wieder einmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Wichtig für Sie alle ist sicherlich der Spielbetrieb. Und ich will zunächst den Versuch unternehmen, die Schwierigkeiten darzustellen, die eine Entscheidungsfindung momentan schwierig machen. Es ist zum einen der Übergang zwischen den einzelnen Spielklassenebenen, beginnend aus der Regionalliga in die dritte Liga, aber auch letztendlich aus der Oberliga in die Regionalliga und letztendlich aus unseren Berliner Ligen in den Regionalverband. Hier stehen Entscheidungen nach wie vor aus. Wir werden in den nächsten Tagen wieder in diversen Konferenzen versuchen, Entscheidungen zu finden. Immer noch bestrebt letztendlich für alle Landesverbände in Deutschland einheitliche Regelungen zu treffen. Dazu wird es am Montag erneut eine Konferenz der Landespräsidenten und der Geschäftsführer unserer Landesverbände geben. Wir werden dann am Dienstag sicherlich eine wichtige Entscheidung haben durch den Berliner Senat über die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise. Und wir wollen natürlich auch Sie, liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, mitnehmen. Insofern wollen wir im Bereich des nächsten Wochenendes erneut zu Videokonferenzen einladen, getrennt für den Bereich des Herrenspielbetriebes, des Frauenspielbetriebes und letztendlich auch des Jugendspielbetriebes, damit wir dann in der kommenden, darauffolgenden Woche am 29. April in einer Präsidiumssitzung auf einem möglichst breiten Meinungsbild auch unserer Vereine Entscheidungen vorbereiten zu können, um dann hoffentlich Ende April, Anfang Mai Ihnen endgültige Entscheidungen mitteilen zu können, wie es mit der laufenden Saison weitergehen soll, wie es über die Sommerpause weitergehen wird. Wir hoffen sehr, dass wir zu diesem Zeitpunkt dann Entscheidungen treffen können. Insofern bitte ich Sie herzlich noch um ein paar Tage Geduld. Wir haben ja eh die Auswirkungen der Kontaktsperre voraussichtlich bis zum 4. Mai. Insofern sind wir auf dem Weg, Entscheidungen zu treffen. Und wichtig ist momentan, bleiben Sie in dieser Zeit gesund, damit wir uns dann hoffentlich auch nach Ende der Krise wieder in persönlichen Gesprächen treffen können. Liebe Fußballerinnen, liebe Fußballer, dem BFV erreichen in den letzten Tagen unheimlich viele Zuschriften mit der Frage, wie geht es mit dem Spielbetrieb weiter? Bitte glaubt uns, diese Frage umtreibt uns sehr und wir sind gewillt, diese Frage zeitnah und fachkompetent zu beantworten. Zur Wahrheit gehört aber auch, wir können diese Frage aktuell noch nicht beantworten, weil wir noch in Gesprächen sind mit anderen Landesverbänden, mit den Regionalverbänden, aber auch mit der Politik. Diese Gespräche müssen wir abwarten. Daher möchten wir euch heute ganz transparent abholen und euch darlegen, welche konkreten Szenarien durchdenkt der BFV derzeit. Zum einen, ja, das Szenario Saisonabbruch steht aktuell zur Debatte. Ob wir die Tabellenstände einfrieren, ob wir Saisonergebnisse annullieren, ob wir nur Aufsteiger zulassen und keine Absteiger, das sind alles Fragen, mit denen wir uns derzeit intensiv beschäftigen. Aber am letzten Mittwoch haben die Landesverbände ein Rechtsgutachten zugestellt bekommen, was wir gemeinsam mit dem DFB beauftragt haben, in dem sehr deutlich dargelegt ist, dass ein Saisonabbruch enorme Haftungsrisiken für die Verbände mit sich bringen. Daher, so die klare Empfehlung, kann ein Saisonabbruch nur ein außerordentlicher Verbandstag treffen und kein Präsidium. Ob wir das wollen, ob das sinnvoll ist, lasse ich an dieser Stelle erst einmal offen. Aber ja, das Thema Saisonabbruch ist ein denkbares Szenario, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Ein zweites, sehr akutes und direktes Szenario ist die Frage, ob wir die Saison aktuell pausieren und dann am 15. August fortsetzen, mit dem Ziel, sportliche Erfolge zu erzielen und sportliche Sieger zu ermitteln. Die Saison würde in unseren Planungen bis maximal Ende September laufen und mit einer kleinen, verkürzten Pause im Idealfall am 1.11. mit der neuen Saison wieder beginnen. Ob dieses Szenario möglich ist, auch dieses können wir heute nicht abschließend beantworten. Wir müssen abwarten, die Pandemie ist sehr dynamisch und wir wissen nicht, ob wir im Herbst eine zweite Welle haben, die ein solches Szenario verhindert. Daher glaubt uns, wir sind momentan in intensiven Gesprächen mit der Politik, mit dem LSB, aber auch mit der Charité von Berlin. Und sobald wir das Zeichen bekommen, dass wir wieder Sport treiben können, steht der BEV Gewehr bei Fuß und ist bereit. Bis dahin bereiten wir in den nächsten Tagen die Entscheidung vor und werden in den nächsten Tagen euch noch einmal intensiv einbinden in Videokonferenzen und dann mit euch gemeinsam eine hoffentlich gute und richtige Entscheidung treffen. Bis dahin habe ich nur einen Wunsch: Bleibt bitte gesund und auf ein baldiges Wiedersehen.